eine neue Ausgabe unseres Magazins hier auf MyRegioTV. Dazu heiße ich Sie wieder herzlich willkommen. Sie wissen, 14-tägig erzählen wir die Geschichten der Menschen hier im Kreis und schauen, wann immer es möglich ist, mit der Kamera auch hinter die Kulissen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Hier sind die Themen unserer aktuellen Sendung. Seit 2011 finden im Rahmen der Kampagne Sucht hat immer eine Geschichte Hip-Hop-Workshops statt. Im Evangelischen Jugendzentrum in Wegberg sind wir bei einem dieser Workshops dabei. Besuchen die Wushu-Akademie und lernen die effektivste Selbstverteidigung Wing Chun kennen und sind zu Gast bei der internen Premierenfeier des Kinofilms Lisa und der Maler. Im Rahmen der Kampagne Sucht hat immer eine Geschichte des Landes NRW können Jugendliche ihre Erfahrungen mit exzessivem Medienkonsum, Cannabis, Alkohol und anderen Suchtmitteln thematisieren. Sie texten zu ihrem gewählten Thema einen Rap und nehmen den Song anschließend unter professioneller Begleitung auf. Im evangelischen Jugendheim Haus Shalom in Wegberg steht derzeit der Rap ganz hoch im Kurs. Im Rahmen der Aktionstage Sucht hat immer eine Geschichte wollen die Jugendlichen einen Song zum Thema Drogen schreiben. Wir treffen uns heute zum vierten Mal. Wir haben uns jetzt über 2 Monate hinweg schon 3-mal getroffen, haben uns jetzt die Texte geschrieben. Zusammengefasst, es gab ein paar Probleme, aber die haben wir schnell überwunden. Also wir haben eine Lösung gefunden, wie wir den Text schreiben. Und der erhält nun noch den letzten Schliff, bevor es zu den Aufnahmen geht. Dennis Steinbrecher, der an der Hochschule Niederrhein den Studiengang Soziale Arbeit belegt, begleitet das Vorhaben als Projektpraktikant. Im Rahmen des Studiums der Sozialen Arbeit ist es üblich, dass im zweiten Semester ein Projektseminar gewählt wird und dort dann auch ein Projekt durchgeführt wird und dokumentiert wird. Ich hatte mir im Rahmen dieser Wahlmöglichkeiten dann die Soziale Arbeit ausgesucht und bin dann auch bei der Birgit gelandet, die glücklicherweise eine Menge Projekte in der Schublade hatte, für die ihr die Arbeitskraft fehlte, die Power dahinter, um es durchzuführen. Und da waren wirklich ein paar schöne Sachen bei. Und dieses Projekt hier mit dem Hip-Hop-Workshop, das haben wir uns dann ausgesucht im Endeffekt, weil da wirklich der höchste Bedarf für da war, kreatives Arbeiten der Kids, wo die sich selber entfalten können, wo die wirklich selber viel Herzblut auch reinstecken können. Das war genau das Richtige. Für die Schulsozialarbeiterin der Stadt Wegberg, Birgit Feuzig, kommt die Anfrage von Dennis Steinbrecher gerade recht. Gesagt, getan. Ein Kooperationspartner ist schnell gefunden. Ja, ich wollte schon immer was machen, so ein Anti-Drogen-Spot oder sowas ähnliches. Da kommst du gerade richtig. Liegt ein bisschen in der Schublade rum, habe ich keine Zeit für gehabt bisher. Gut, und da wir einen runden Tisch in Wegberg haben, auch mit den Jugendheimen und das evangelische Jugendheim, die Christiane, die Leiterin, da auch Lust drauf hatte, haben wir gesagt, okay, wir kooperieren hier und das wird bestimmt eine super Sache. Das sehen die Jugendlichen genauso und stürzen sich mit voller Begeisterung und großem Engagement in das von der GINKO, Stiftung für Prävention, unterstützte Projekt. Endlich ist es soweit. Die Tonaufnahmen stehen kurz bevor. Heute machen wir eine Zusammenfassung von den ganzen Treffen, die wir bisher hatten. Und zwar singen wir den Text noch öfters mal durch. Und dann wird das aufgenommen, vertont von einem professionellen Rapper, der jetzt aus Köln hier hingekommen ist für uns. Und das wird dann alles zusammen unseren Rap ergeben, den wir als Gruppe zusammen geschrieben haben. Diesen Part übernimmt Omid Shirazi, der Jazz und elektronische Komposition in den Niederlanden und an der Folkwang-Universität in Essen studierte. Die ersten Proben laufen schon mal gut. Wie soll das hier bloß weitergehen? Willst du dir das nicht eingestehen? Die Drogen müssen endlich gehen. Nachdem mit Sebastian Bierbaums der Gitarrensound aufgenommen ist, gibt es noch ein paar letzte Instruktionen. Dann wird es ernst für die Jugendlichen im Haus Shalom. Wir lernten uns in der Schule kennen. Dachten wir uns jemals trennen, zusammen gelacht, zusammen geweint, doch immer stets vereint.
Dann entferntest du dich weiter, wurdest immer breiter. Ich wurde dir egal, für mich war es eine Qual. Du merktest nicht, wie ich zerbrach und eiferst neuen Freunden nach. Alles fing ganz harmlos an, dann hingst du an der Nadel dran. Drogen hin, Drogen her. Ohne sie, da ging nichts mehr. Ich trag's nicht mehr, dich so zu sehen. Die Drogen sind hier das Problem. Warum wir das heute hier machen, ich denke, dass Prävention einfach viel wichtiger ist, als im Nachhinein Drogenabhängige sozusagen zu behandeln. Das macht wesentlich mehr Sinn. Und in dem Alter ist es auch entscheidend, sozusagen wie das Konsumverhalten eines Erwachsenen oder Heranwachsenden im Spee dann sozusagen geprägt wird. Dabei soll die Aufnahme des Songs aber nur der erste Schritt sein. Wir wollen gerne, dass die Gruppe entweder selber oder über eine unserer Tanzgruppen, die wir ja im Haus haben, noch eine Choreografie erstellen. Und die soll dann gefilmt werden und die kommt dann auch noch auf unsere Homepage. Das wird nochmal was richtig Schönes. Drei Strophen und ein Refrain. Ein weiteres Mosaiksteinchen im Kampf gegen Sucht und Drogen. Julians Bistro Bar, die Profis für ein Handwerk mit Leidenschaft. Für seine anspruchsvollen Cocktails ist das Julians weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Entdecken Sie zeitlose Klassiker, saisonale Eigenkreationen oder lassen Sie sich auf etwas ganz Neues ein. Denn Cocktails sind ein echtes Handwerk, aber vor allem Leidenschaft. Mit oder ohne Alkohol, Julians kreiert Ihren ganz persönlichen Lieblingsdrink. Gönnen Sie sich Geselligkeit und Genuss in Julians Bistro Bar. Cocktails sind nur der Anfang einer langen Freundschaft. Im Dojo der Wushu-Akademie in Wegberg besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Kampfkunststilrichtungen zu erlernen. Wir wollen von Sifu Herbert Korsten einmal etwas mehr über die effektive Selbstverteidigung Wing Chun erfahren. Wer die Wushu-Akademie von Herbert Korsten betritt, fühlt sich augenblicklich in die Welt der chinesischen Kampfkünste versetzt. Bei den Jugendlichen steht derzeit das Training im Shaolin Kung Fu auf dem Programm, das vor über 1500 Jahren im Shaolin-Kloster entwickelt wurde. Der Übersetzung von Kung Fu, harte, geduldige Arbeit, macht das Training alle Ehre. Immer wieder werden Tritte und Schläge wiederholt. Korrigiert der Trainer Fehler in der Ausführung, bis alles perfekt ist. Das Shaolin Kung Fu ist ein Teil des chinesischen Wushu. Wushu ist der Oberbegriff der chinesischen Kampfkünste, auch der Ursprung aller anderen asiatischen Kampfkünste, soweit wir informiert sind, im Japanischen zum Beispiel. Und Tai Chi gehört dazu, was wir hier auch unterrichten, ein Teil aus dem Shaolin Kung Fu, Wing Chun als noch eine relativ junge Kampfkunst. Vielleicht 400 Jahre alt, aber als einer der effektivsten überhaupt geltend. Davon wollen wir uns beim Training dieser Kampfkunst überzeugen, die nach einer chinesischen Nonne benannt ist und übersetzt schöner Frühling bedeutet. Was für uns zunächst eher lustig aussieht, ist jedoch die wichtigste Grundlage für diese Selbstverteidigung. Aus diesen Kleben der Händeübung geschehen dann die Techniken, die wir sonst auch alle kennen, später aber, wie gesagt, um besser fühlen zu können. Wing Chun ist eine sehr effektive Selbstverteidigung, sicherlich eine der besten überhaupt, bei der wir natürlich immer auf Kontakt sind mit dem Gegner. Die Schnelligkeit ist wichtig dabei, das Fühlen lernen, wie reagiere ich hier auf dieses Gefühl, auf das Druckgefühl von dem anderen, ja, hier, ja. Ja, immer Druck vor, dann passiert nicht viel. Ja? Das ist also wichtig für die Schüler,
oder für jeden, der lernt, dass er nicht zurückgeht, sondern immer Druck vorgibt und mit diesem Druck umgeht. Ne? Ein ausgeklügeltes System, bei dem fließende Bewegungen und plötzliche Schnelligkeit in einen systematischen Bewegungsablauf übergehen. Im Ernstfall muss es nicht nur schnell, sondern auch sehr effektiv sein. Das sieht man ja an den Bewegungen, dass man immer in Kontakt ist, sehr nah, sehr eng und versucht damit auch schwere Gegner auszuschalten, weil das Prinzip eben ist, dass man dem Druck und der Kraft nachgibt, den Gegner sozusagen reinlaufen lässt und durch das wir den Kontakt haben, fühlen wir, und da ist die Reaktionszeit nur noch 0,1 Sekunden. Also sehr gering gegenüber einem Distanzkampf, wo man nicht weiß, kommt dann Fußtritt oder Vorschuss. Ich denke, das ist so ganz gravierend. Eine Kampfkunst, die es unter anderem ermöglicht, dass unterschiedliche Altersgruppen, auch geschlechtsübergreifend, zusammen miteinander trainieren können. Es geht nicht darum, dass man sich wehtut, was man sonst vielleicht bei anderen Kampfsportarten halt sieht, sondern man möchte ein Gefühl dafür entwickeln, wie man sich mit seinem eigenen Körper bewegen kann. Ich hatte vorher Tai Chi gemacht hier in der Akademie und dann wurde das angeboten und dann hat mein Mann und ich haben gesagt, wir möchten das gerne mitmachen. Und für mich ist es eben auch ja, eine Selbstverteidigung, ne? Also ein bisschen sicherer durch die Stadt zu gehen, sage ich einfach. Wing Chun steigert die körperliche und geistige Flexibilität, fördert die Wahrnehmungsfähigkeit, entwickelt ein neues Körperverständnis und ein neues Selbstbewusstsein. Simone ist gleich aus mehreren Gründen eine begeisterte Teilnehmerin. Es gab eigentlich drei Gründe, warum ich vor 2 Jahren angefangen habe mit Wing Chun. Das eine war, dass meine Kinder groß genug waren, dass ich abends auch mal öfters aus dem Haus gehen konnte. Das zweite war, dass man immer mehr gehört hat, dass auf den Straßen doch was passiert und Übergriffe sind. Und das dritte, ich habe vor vielen Jahren schon mal Kampfsport gemacht und wollte da eigentlich wieder einsteigen. Und bin froh, dass ich hier Wing Chun gefunden habe und es macht mir richtig Spaß. Spaß am Training und der Möglichkeit, sein Wissen an die Teilnehmer weiterzugeben, hat auch nach rund 44 Jahren immer noch Sifu Herbert Kochsten, der in allen praktizierten Stilarten verschiedene Meistergrade erworben hat. Wie ich zum ersten Mal mit Kampfsport, jetzt zum Beispiel Jiu-Jitsu, in Berührung kam, meinen damaligen verstorbenen Lehrer, und ich gesehen habe, wie der sich bewegen konnte, das war für mich so fantastisch. Das war so ein Aha-Effekt, wo ich mir gesagt habe, da will ich hin, das will ich. Ja, und so hat sich das mit der Zeit entwickelt. Zu der Zeit war ich steif wie ein Brezel. Ich konnte kaum eine Kniebeuge machen, so steif. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann so mit 18, 19 Jahren angefangen habe zu trainieren. Und das hat mich irgendwie auch mit gewissen Höhen und Tiefen, aber doch nie wirklich losgelassen. Es war also wirklich so eine Herzblutangelegenheit. Und was mir besonders viel Freude macht, das sind ja über die vielen Jahrzehnte Hunderte sicher von Leuten durch meine Aktivitäten durchgegangen. Und es ist auch bis heute immer noch so, das ist ein totaler Idealismus, dass man die Gewissheit hat, dass man mit Menschen umgeht, denen man etwas gegeben hat, ein bisschen Lebenssinn hat, ein bisschen mehr Lebensfreude vermittelt. Und ich finde, das ist ein größeres Ideal, als irgendwie mit, was man mit Geld gar nicht bezahlen kann, sondern was etwas ist, ne? Also Menschen eine Freude zu machen, dass sie sowas toll finden. Und das, denke ich, hat mich auch bis heute so am Leben gehalten. Nutzfahrzeugservice Aretz, Ihr Iveco-Servicepartner in Erkelenz. Neben LKW und Kleintransportern der Hausmarke Iveco reparieren und warten wir auch alle Fremdfabrikate, führen die jährliche UVV-Prüfung Ihrer Ladebordwand durch, bieten Ihnen Iveco Gebrauchtfahrzeuge, sind der richtige Partner für Ihr Wohnmobil und ermöglichen Ihnen das Tanken rund um die Uhr an unserer Dieseltankstelle. Nutzfahrzeug-Service Aretz, immer für Sie da. Edeka Henskes in Wassenberg. Täglich Frisches von 17 bis 21 Uhr. Eine riesige Auswahl vitaminreicher Obstsorten und viel Frisches vom Bauern um die Ecke. Qualität aus Meisterhand mit weit über 100 Wurst- und Fleischspezialitäten
und einer reichhaltigen Auswahl an frischem Fisch. Im Weinsortiment finden Sie für jeden Gaumen den richtigen Tropfen. Den großen Durst stillen Sie in unserem Getränkemarkt. Auf Wunsch auch mit Lieferservice. Edeka Henskes, wir lieben Lebensmittel jeden Tag. Seit mehr als 25 Jahren arbeitet Thomas Busse als erfolgreicher Regisseur und Drehbuchautor. Sein neuestes Werk, Lisa und der Maler, wird nun einem exklusiven Publikum in einer internen Premiere vorgestellt. Michael Köhler im Interview mit den Hauptdarstellern. MyRegio TV on Tour. Heute sind wir zu Gast im Corso Filmpalast in Hilfert. Nach 4 Jahren der Produktion ist die Liebeskomödie Julia und der Maler des Erkelenzer Regisseurs und Produzenten Thomas Busse fertiggestellt und wird heute Abend 120 geladenen Gästen in einer internen Vorpremiere erstmals gezeigt. Thomas Busse und Julia Dominica spielen die Hauptrollen in der Liebesgeschichte mit besonderem Tiefgang. Nach der gelungenen Filmpremiere bedankt sich Produzent Thomas Busse bei seinem Filmteam und den Schauspielkollegen. Lisa und der Maler ist zu 100% privat finanziert und konnte erst durch großzügiges Sponsoring möglich gemacht werden. Klar, dass nach der Filmpremiere Thomas Busse und Julia Dominica, die übrigens auch im realen Leben verlobt sind, mit ihren Gästen die gelungene Vorstellung feiern. Serviert werden schmackhafte Canapés. Nehmen wir jetzt Thomas Busse und Julia Dominica. Wie zufrieden seid ihr denn mit dem Ergebnis eures Films? Mega zufrieden. Einfach weil so viele liebe Menschen da waren und man jetzt das Endergebnis gesehen hat. Also ich bin auf jeden Fall super glücklich und ich glaube, du auch, oder? Ja, ich habe ja jetzt doch schon einiges an Feedback gehört und was als Feedback gekommen ist, hat mich selbst sehr berührt, ja. Viele Szenen sind ja auch im Kreis Heinsberg gedreht worden und man kann eigentlich sagen, das meiste. Warum? Ja, das hatte tatsächlich mit den Finanzen zu tun. Es ist ja ein Film, wo ich beschränkte finanzielle Mittel zur Verfügung hatte. Und ich habe damals gesagt, ich möchte alles von Erkelenz im Umkreis von 100 Kilometern machen, damit die Übernachtungskosten wegfallen für alle möglichen, vom Filmteam und von den Schauspielern. Ich muss wohl sagen, es war auch sehr wohlwollend, wie man uns begegnet ist. Egal, wo wir angefragt haben, hat man uns auch die Türen geöffnet. Wie geht es jetzt weiter? Wie sind die Pläne? Wann kommt Lisa und der Maler ins deutsche Kino? Ja, wir haben es ja diesmal anders gemacht. Die Finanzierung ist ja wirklich über Sponsoring und über Spendengelder geflossen. Ich habe das bewusst gemacht, damit der Film nicht einfach mehr verändert werden kann. Ich habe gesagt, diesmal möchte ich alle Rechte auf meiner Seite haben. Und von daher ist diesmal der Weg anders, dass man erst produziert und dann anbietet. Natürlich haben wir Kontakte und der wird jetzt den Verleihfirmen angeboten. Und ich hoffe und gehe fest davon aus, dass er 2018 offiziell in den Kinos anläuft. Schauspieler Erwin Geißler ist im deutschen Fernsehen kein Unbekannter. Jahrelang spielte er mit in der ARD Daily Soap Rote Rosen. Für das Drehbuch zu Lisa und der Maler konnte er sich schnell begeistern. Was war für Sie der besondere Reiz, bei Lisa und der Maler mitzuspielen? Ja, der besondere Reiz war der, dass ich erstmal das Buch gelesen habe und dann speziell meine Rolle, dieses kleinen Szenen, die ich hatte. Und dann habe ich es mir durch den Kopf gehen lassen, habe lange hin und her überlegt. Die Anfrage erreichte mich in der Schweiz, da spielte ich gerade Theater und habe mich dann mit meiner Agentur abgesprochen und habe mich dann entschlossen, da mitzumachen. Und ich muss sagen, ich bin überrascht, was für ein schöner Film da entstanden ist. Zwei wunderbare Hauptdarsteller, eine hervorragende Kameraführung. Also ich bin eigentlich sehr, ja, sehr erfreut und bin auch ein bisschen ergriffen. Heinz Dohmen ist heute Abend nicht nur für das Catering zuständig, er ist auch Inhaber des Corso Filmpalastes in Hilfert. Heinz Dohmen, Lisa und der Maler, war ja bisher nicht die einzige Filmpremiere hier im Kino in Hilfert. 1997 feierte ja bereits Thomas Jahn, übrigens ein echter Hilferter Jung, seine Premiere, Vorpremiere zu Knocking on Heaven's Door. Wir erinnern uns in den Hauptrollen Til Schweiger und Jan-Josef Liefers. Warum unterstützt du die heimischen Filmschaffenden so sehr? Ich könnte jetzt ganz einfach sagen, Kino ist mein Leben, aber
Quatsch. Kino begleitet mich schon das ganze Leben lang. Und wenn sich dann bei uns hier in der Gegend mal sowas anbietet, dann stellt man auch gerne seine Räume zur Verfügung und unterstützt auch das Ganze. Und so war das ja jetzt ähnlich auch mit Thomas Busse. Als er dann hier angekommen ist und hat gefragt, können wir da mal was machen und tun. Und wir sind ja schon seit vorigem Jahr sind wir ja schon mit seinem Film dran. Er kam auch andauernd hier zu uns und hat den Film immer wieder begutachtet, beguckt. Und dann wurden wieder Änderungen gemacht. Und ja, bei so einer Vorarbeit und alles, da muss natürlich auch hier die Premiere stattfinden. Lisa Untermaler wird im kommenden Jahr offiziell in die Kinos kommen. Ein genaues Datum steht noch nicht fest. Das hängt davon ab, wie schnell Regisseur und Produzent Thomas Busse einen passenden Filmverleih findet. Wir sind am Schluss unseres aktuellen Magazins. Ich hoffe natürlich wieder, es hat Ihnen ein wenig Spaß gemacht. Die nächste Ausgabe finden Sie genau an dieser Stelle ab dem 16. Dezember. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer eine schöne Zeit.